Segeln kann so schön sein, wenn das Wetter stimmt, wenn die Winde wehen und die Sonne scheint. Was braucht's dann noch mehr zum großen Glück? Die Vendée Globe, eine ganz besondere Herausforderung für Boot und Mensch. Einmal um die ganze Welt, es geht an die Grenzen körperlich wie emotional. Jeder ist auf sich allein gestellt, auch Boris Herrmann. Der erste Deutsche überhaupt, der sich an das große Abenteuer wagt mit seinem Team Malizia. Für Herrmann überhaupt das erste Solorennen und dann gleich eines über 21.638 Seemeilen. Für alle Nicht-Nautiker, das sind über 40.000 Kilometer. Vor 3 Wochen ging's los an der französischen Atlantikküste mit einem Rekord-Teilnehmerfeld von 33. Immer Richtung Süden. 32 sind noch dabei. Voller Hoffnung auf dem Weg zum Kap. Der guten Hoffnung in der 3. Woche der Vendée Globe. Und die hat in sich. Und eine positive Nachricht von Alex Thompson. Hello everybody. Well, hallo zusammen, wie ihr seht, habe ich wieder das Segel gesetzt. Es geht also vorwärts. Ich bin zurück im Rennen. Das sind natürlich wirklich fantastische Nachrichten und ich bin wirklich froh darüber. Es waren harte Tage und ich war schwer beschäftigt. Alex Thompson, nach einem 2. und einem 3. Platz sollte in diesem Jahr bei seiner 5. Teilnahme unbedingt der Sieg her. Doch bei Thompson war von Beginn an ja gewissermaßen die Defekthexe mit an Bord. Tagelange Reparaturen, Grund ein Schaden am Laminat in der Bugsektion seiner Yacht. Der zentrale Stabilisator mehrfach gerissen. Das Boot droht so im schlimmsten Fall auseinanderzubrechen. Sägen, laminieren, kleben, festbolzen. Alex Thompson, der Boss. Im Bau- und Bastelmodus. Seine Yacht treibt mit läppischen 7 Knoten dem Feld hinterher, aber Thompson arbeitet wie besessen. Aufgeben keine Option für ihn. Well, I've just, finished laminating. Ah, das Laminieren habe ich jetzt geschafft. Ah, das kann man da drinnen auch so ein bisschen sehen, in diesem Loch. Und dann habe ich noch was geklebt. Das kann man hier sehen. Das war alles ziemlich schwer. Thompson arbeitet Tag und Nacht, fast rund um die Uhr und am Mittwoch dann endlich läuft es wieder. Hi everybody. Well, the repairs are over. Hallo zusammen, ich habe es geschafft, ich habe es repariert. Ein großer Meilenstein für mich. Es hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Seit Samstag habe ich dran gearbeitet, viele Tage. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt alles okay. Ja, der Wind geht auch wieder ordentlich. Das Boot 20 Knoten seit Samstagmorgen zum ersten Mal. Ein echt gutes Gefühl. Feels great. Auch Boris Herrmann hatte Probleme zu bewältigen. Ein Fallenschloss am Vorsegel funktionierte nicht mehr richtig, sodass er am Freitag zum Sonnenuntergang auf den 29 Meter hohen Mast steigen und in der Dunkelheit arbeiten musste. Die schlechte Nachricht, Herrmann verlor gegenüber der Konkurrenz an Boden, fiel von Position 4 auf 8 zurück. Die gute Nachricht, alles wieder ganz in Ordnung, die Fahrt kann weitergehen. Ich bin relativ erschöpft. Ich hatte vor ein paar Tagen ein unangenehmes Erlebnis. Ich musste in den Mast klettern. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte ich so ein bisschen so einen Schock oder sowas. Jedenfalls fühle ich mich seitdem erschöpft, obwohl ich versuche zu schlafen und zu essen. So, hier sind wir. 40 Grad Süd, 11 Grad Temperatur, Albatrosse. Meer und Himmel sind grau, so wie man sich das vorstellt. Das Südmeer, der Southern Ocean, eine lange Dünung, aber noch eine relativ kurze Windwelle auch, die das richtig schnelle Vorankommen im Moment noch nicht wirklich möglich macht. Ja, Wind kommt von hinten, alles Gewicht ist nach hinten gepackt im Schiff. Und so sieht es hier aus. Und so sieht's beim tapferen Alex Thompson aus. Kein Happy End. Am Tag vor dem ersten Advent kommt für ihn das aus. Der technische K.O. durch ein beschädigtes Steuerbordruder. Thompson sieht keine Chance mehr und versucht jetzt nur noch so schnell wie möglich ans rettende Ufer zu kommen. Hallo zusammen, ganz schön wild die Bedingungen hier. Jetzt kann man mal sehen, wie stark die Natur ist, wie viel Power die hat. Ich bin wirklich froh, wenn ich hier irgendwie rauskomme. Segeln kann sehr schön sein, wenn das Wetter stimmt, der Wind weht und die Sonne scheint, aber das ist halt nicht immer der Fall.